Christian ist krank. Er hat Fieber, Schüttelfrost, die Nase läuft und er muss niesen. Was ist passiert? Christian überlegt, wo er letzte Woche gewesen ist. Ich bin letzte Woche Bus gefahren. Dort saß ein Herr neben mir, der hat geschnieft und geniest. Hatschi. Die Tröpfchen beim Niesen enthalten Viren, die über Mund und Nase in Christians Körper gelangen. Christians Körper reagiert sofort mit Hilfe des unspezifischen Immunsystems auf die Viren. Die Makrophagen nehmen die eingedrungenen Viren auf und verdauen sie. Nach dem Verdauen präsentiert die Makrophage Bruchstücke des Virus, die Antigene, an ihrer Oberfläche. Dadurch wird das spezifische Immunsystem aktiviert. Beim spezifischen Immunsystem reagiert zuerst eine T-Helferzelle. Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip verbindet sich der Rezeptor der passenden T-Helferzelle mit dem Antigen der Makrophage. Die T-Helferzelle aktiviert den B-Lymphozyten. Der B-Lymphozyt bildet die Plasmazelle. Diese produziert nun ganz spezifische Antikörper. Die Antikörper binden per Schlüssel-Schloss-Prinzip an die Antigene der Viren. Dabei entsteht ein Antigen-Antikörperkomplex, der die Viren verklumpt. Die Makrophagen nehmen die so verklumpten Viren auf und verdauen sie. Einige Viren haben bereits Körperzellen infiziert, um sie als Wirtszelle zu benutzen und sich zu vermehren. In den Körperzellen können die Viren nicht von den Antikörpern erkannt werden. Um die Viren in den Körperzellen zu bekämpfen, aktiviert die T-Helferzelle auch T-Killerzellen. Die T-Killerzellen zerstören die mit Viren infizierten Körperzellen. Die so zerstörten Körperzellen werden von den Makrophagen aufgenommen und verdaut. Um bei einer erneuten Infektion mit demselben Virus schneller reagieren zu können, bildet die Plasmazelle Gedächtniszellen. Diese speichern die Merkmale des Virus. Bei einer erneuten Infektion kann der Körper direkt die passenden Antikörper bilden und den Virus schneller bekämpfen. Die Protagonisten, die Makrophagen, die T-Helferzelle, der B-Lymphozyt, die Plasmazelle, die T-Killerzelle, die Gedächtniszelle, der Virus.